Hallo und herzlich willkommen zu Runde 2 Prototyping mit Philipp Trautmann. Hallo Philipp, schön, dass du wieder da bist. Hi, ja, ich freue mich auch natürlich. Zweite Runde, 2 von 3. Wir haben noch ein bisschen was vor. Hallo an den Chat, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es freut mich, euch alle zu sehen. Ihr seid bei Adobe Live, ich bin Melanie und wir haben eine wunderbare Stunde mit Adobe XD vor uns. Und es wird wieder um das Thema AR, VR, Prototyping gehen. Falls ihr gerade bei YouTube zuschaut, kommt rüber zu Behance. Hier gibt es den Chat. Hier könnt ihr eure Fragen stellen. Philipp weiß so gut wie alles über AR, VR und Mixed Reality. Das heißt, egal welche Fragen ihr habt, ihr könnt alles raushauen. Wir werden alles beantworten. Und Philipp, was haben wir denn heute geplant? Ja, wir knüpfen natürlich direkt daran an, wo wir gestern aufgehört haben. Ich kann ja schon mal so ein bisschen kurz nochmal so ein kleines Recap geben, was wir gestern so gemacht haben. Und zwar haben wir ja unseren Tom, der in sein Airbnb geht und keinen Fernseher vorfindet. Und dieses Problem wollen wir weiterhin lösen, dass Tom sich trotzdem jetzt noch nach einem harten Arbeitstag ein bisschen ausruhen kann und den Film nicht auf einem kleinen Handyscreen sehen kann, den er sich ausgesucht hat, sondern eben halt in so groß, wie er möchte. Und wir haben angefangen damit, dass wir halt ganz normal das UI/UX von der App hier in XD in Mockup gepackt haben. Das ist im Endeffekt eigentlich eine große Zeichenfläche und wir haben da den Screen praktisch mit einer Maske einfach auf ein iPhone-Bild gelegt, auf ein Mockup, und damit können wir uns das jetzt besser vorstellen. Und ja, genau, dieser Flow, den wir jetzt gerade aufbauen, fängt halt damit an, dass er die App schließt. Ich kann das ja mal ganz kurz nochmal zeigen. So. Genau, er schließt die App praktisch, die App wird kleiner und das Video wird praktisch mitgenommen auf den Homescreen, Bild in Bild, so wie es ja bei iOS auch jetzt schon der Fall ist. Und er hat die AR-Brille, für die wir das jetzt machen, noch nicht auf. Die setzt er nämlich jetzt erst auf. Und sobald er die aufsetzt, kommt hier nämlich so ein Pop-up-Interface. Das haben wir gestern auch gestaltet und genauso wie auch mit der App läuft das alles über die Auto-Animate-Funktion von XD. Aber die werden wir heute auch nochmal ein paar Mal benutzen. Genau, das ist so im Endeffekt das, wo wir jetzt stehen geblieben sind. Wir haben ja auch schon die Controls. Wenn man jetzt auf das Video drauf tippen würde, dann kämen ja die Controls. Die sehen jetzt in iOS momentan etwas anders aus. Ich habe die ein bisschen angepasst, aber trotzdem versucht, diesen Charakter halt eben beizubehalten. Und ja, mit diesen Controls geht es jetzt auch definitiv weiter, denn jetzt hat ja Tom sich die Brille aufgesetzt und jetzt gibt es ja keinen Grund mehr, dass er sich das Video jetzt in klein anguckt, sondern jetzt wollen wir, dass das Video praktisch aus dem iPhone rauskommt, in groß dann praktisch über dem iPhone schwirrt. Ich stelle mir das so vor, dass es da verschiedene Modes gibt und der eine Mode, den wir jetzt erstmal prototypen, ist der Mode, wo praktisch das Video sich am iPhone anhängt und kleben bleibt. Praktisch als wären die beiden miteinander verbunden, sodass ja, man den Screen dann auch, je nachdem, wo das iPhone ist, dann halt eben woanders hinbewegen kann. Man kann dann zum Beispiel noch nebenbei, weiß ich nicht, auf Facebook gehen oder so. Man hat dann trotzdem weiter den Screen halt eben darüber wie einen externen Monitor. Man kann das dann aber auch später dann entkuppeln, wenn man jetzt sagt, man will jetzt einfach nur den Film gucken. Aber das ist dann erstmal, das sind die Controls für später. Aber wir fangen jetzt erstmal an, ganz einfach hier das Video zu nehmen und es halt eben rauszubewegen. Wie wäre das denn, wenn du das Ganze jetzt, also wir haben da jetzt eigentlich ein selbstinitiiertes Projekt, das ist natürlich fiktional und nicht echt. Würdest du das denn in echt dann auch schon auf der VR-Brille ausprobieren können? Oder würdest du das erstmal nur in XD prototypen? Ja, das wäre dann, glaube ich, erstmal was man dann in XD prototypt. Da ich jetzt auch noch nicht so wirklich viel Erfahrung mit AR und VR-Apps habe, das Ganze ist eher konzeptionell und eher so, dass man sich schon mal so ein bisschen darauf vorbereitet, so seinen Mind praktisch anzupassen und dann so ein bisschen schon mal so zu denken, wie wir in der Zukunft halt eben interagieren könnten mit AR-Elementen. Und ich denke mal, das wird dann nochmal auch viel, ja, dann nochmal viel Lernen und so benötigen, dass man dann also, guckt, dass man das dann auch
besseren Tools oder mit anderen Tools halt eben dann irgendwie auch nochmal prototypen kann. Also ich denke auch, dass XD sich dann noch weiterentwickeln wird. Tut es ja ständig. Und dass es dann sich auch anpassen wird. Das ist ja jetzt gerade hier erstmal nur so eine Notlösung, die ich mache praktisch, weil wir halt einfach noch nicht so weit in der Zukunft sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann auch die Möglichkeit geben wird, dann das Ganze dann irgendwann auf der VR-Brille hier mit der Play-Funktion, wie man es jetzt auf dem iPhone auch kann, dann prototypen zu können. Und ja, dann würde ich das auf jeden Fall auch machen. Aber jetzt erstmal, glaube ich, kann man sich sehr besser vorstellen. Du sprichst einen guten Punkt an. Ich finde, es ist immer, also natürlich ist die beste Experience, wenn man es selber ausprobieren kann. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, ein Konzept verständlich darzustellen. Und in dem Fall machst du das, finde ich, wunderbar mit dem Mockup, weil du halt wirklich auch die User Journey, also die einzelnen Schritte, die ein User durchgehen müsste, um an dem Endziel eben im Video anzukommen, gut darstellst. Einfacher wäre es natürlich mit Brille, zack, rauf, fertig, aber ja, der Weg wird eben nicht erklärt. Das heißt, du brauchst wieder jemanden, der eigentlich schon affin ist und das Ganze kennt. Ja, ich sehe das dann auch definitiv als dann den nächsten Schritt. Also das wäre so praktisch erst der erste Schritt und der nächste Schritt wäre, dass man es auf jeden Fall dann auch ausprobieren müsste, bevor man dann in die Programmierung geht. Aber genau. Das ist jetzt erstmal so, wie könnte es überhaupt irgendwie funktionieren? Ich möchte jetzt nicht, ich kann keine falschen Infos erzählen hier, aber ich glaube, es gibt sogar schon VR-Plugin in XD. Ja, okay. Wir können uns das dann mal später anschauen. Vielleicht ist das was für morgen. Ja, cool, ja. Aber wie schon gesagt, man würde dann eben eine Brille benötigen, um das Ganze zu sehen. Und in dem Fall erkennen wir es eben bei dir besser, das ganze Konzept. Ja, ist vielleicht ein bisschen langweilig für euch, wenn ich nicht so mit so einer Brille sitze. Ja, wir hatten das tatsächlich schon mal. Wir hatten einen VR-Stream, wo jemand ein Artwork in VR gezeichnet hat im Livestream. Das war eine wunderbare Erfahrung. Das ist cool, ja. Wo sind wir gerade dran? Genau. Also das Video bewegt sich ja jetzt aus dem Screen raus. Ich finde es wichtig, dass die Controls halt noch greifbar bleiben, dass man noch recht schnell weiterhin die Controls hat. Also im Endeffekt alles, was man ja jetzt hier hat, was aktiver Content ist, also praktisch Sachen, die man wirklich, mit denen man interagiert über Touch, bleibt auf dem iPhone, weil das halt der einzige Weg des Inputs momentan noch ist, dass wir halt eben Touch haben. Aber alles andere, was halt eben passiv ist, was eben nicht berührt werden muss im Endeffekt, was einfach nur Inhalt ist, den ich mir angucke, wie zum Beispiel Text, Bilder oder Videos, die würde ich dann einfach aus dem Screen rausbewegen. Das haben wir ja jetzt hier gemacht, indem wir das Video rausgebracht haben. Und genau, die Interaktion bleibt aber weiterhin erstmal auf dem Handy. Da wissen wir ja auch noch gar nicht, wie Apple sich das generell oder wie andere Hersteller sich das generell vorstellen werden. Haben wir dann so einen kleinen Ring oder so am Finger, mit dem wir dann irgendwie, weiß ich nicht, rumtatschen können. Das sind da alles noch Sachen. Deswegen denke mal, es wird am Anfang noch so eine Übergangsphase geben, wo man halt eben auf das iPhone angewiesen ist, wo es einfach ein Accessory ist, also einfach eine Erweiterung, ein zusätzliches Display. Und deswegen bleiben alle wichtigen Steuerungselemente immer noch auf dem iPhone. Also in meinem Konzept jetzt zumindest. Schön. Ja, ich bin echt gespannt, was da noch kommt. Vor allem hast du ja auch Gesten. Dann würden wir ja wild herumfuchteln im Raum, was ja total spannend ist. Aber wie schon gesagt, alles was für die Zukunft. Tim gibt uns noch gerade den Input zu dem VR-Plugin. Das ist natürlich eine Option. Er meinte aber, zusätzlich könnte man sogar schon Videos als Clip in XD laden. Das ist jetzt so ein cooles neues Feature, dass du inzwischen Videos und ich glaube sogar GIFs abspielen kannst und Lottie-Files. Das ist jetzt so ein bisschen nerdy, aber das sind eben Animationen, Vektoranimationen, die man auch dann im Code verwenden kann direkt schon. Die funktionieren jetzt auch in XD. Das macht es natürlich dann nochmal einfacher, mit dem Entwickler dann zusammenzuarbeiten. Auf jeden Fall. Und du hast halt nochmal die Möglichkeit, alles besser darzustellen und als Prototyp ihn dann später vielleicht auch zu testen. Ja. Cool. Das ist ja auch so ein bisschen mit XD.
Ich sehe da mein Traumtool, weil da so viel passiert und man die Entwicklung mitverfolgen kann. Und ich war ja schon total geflasht von dem ganzen Audio-Input und Audio-Feedback, das man geben kann. Und Voice Control, dass man das auch dann prototypen kann und dass es funktioniert mit Xe. Das war so meine Erleuchtung, fand ich wahnsinnig gut. Und da gibt es auch einen Stream mit Patricia Reiners. Patricia ist ja ohnehin so die Meisterin von XT, die weiß so gut wie alles darüber und hat alles, glaube ich, schon ausprobiert mit AR, Voice Interactions und so weiter. Und da gibt es auch ein paar Livestreams, die man sich ansehen könnte. Ist vielleicht auch spannend, abgesehen natürlich von dem iPhone-Interface, kannst du es auch mit Voice machen. Vielleicht ist das auch was für morgen. Oh Gott, ich schreibe eine kleine Wunschliste für morgen. Gibt es halt schlaflose Nächte bei dir. Wegen den vielen Wünschen. So, ich pause mal eben kurz nach. Ja, ist ein bisschen schnell noch, aber. Genau, also durch dieses Auto-Animate-Feature, was ich da sehr liebe, kannst du ja im Endeffekt eigentlich alles machen. Ich habe es jetzt halt, dadurch, dass ich die Elemente alle gleich benannt habe, geschafft, dass sowohl hier das Video einmal aus dem iPhone halt eben rausslidet und aber auch der kleine Player dann praktisch hier erscheint. Genau. Und man sieht ja jetzt auch, dass Elemente, die es jetzt vorher noch nicht gab, wie, ich zeige es nochmal, hier zum Beispiel dieser Hintergrund, dass die dann einfach nur eingefadet werden. Das könnte ich mir natürlich jetzt so entscheiden, aber ich fände es, glaube ich, auch schöner, wenn der auch mit einslidet. Das heißt, den kopiere ich dann einfach nochmal in die alte Slide mit drüber. Blende den aus. Und dadurch, dass sie ja jetzt leicht benannt sind, müsste es eigentlich funktionieren. Das ist auch mit, genau jetzt, weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber der Slide halt jetzt eben auch mit, der Hintergrund blendet sich nicht einfach nur ein und das wirkt halt direkt dadurch, finde ich, auch ein bisschen smoother. Auf jeden Fall. Und man hat so ein bisschen einen Storytelling-Effekt, weil das Auge direkt sehen kann, was passiert. Also es poppt nicht einfach auf und man weiß nicht, woher es kommt, sondern es begleitet sanft nach oben. Finde ich immer super cool. Ja. Und es ist auch was, das man erst mit Prototyping herausfindet. Ich meine, du hast ja wahnsinnig viel Erfahrung und bei dir geht das jetzt schon mit dem Fingerschnipp. Aber wenn man es zum ersten Mal macht, ist genau der Moment, wo man dann sieht, was man also verändert hat. Und das ist so ein kleines Ding, aber es macht einfach einen riesengroßen Unterschied. Definitiv, ja, da liegt der Teufel echt im Detail. Das ist krass, wie viel man da auch mit rausholen kann. Auch jetzt die Art der Animation, die ich ja jetzt hier eingestellt hatte, war Ease Out, aber du kannst ja dann theoretisch mit einem Snap auch nochmal einen ganz anderen Effekt dann zum Beispiel generieren. Ich kann es ja mal ausprobieren, gucken, ob das aussieht. Das ist dann halt so eben so ein, weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber es ist sehr subtil, aber es ist trotzdem, finde ich, ziemlich harmonisch, dass dann halt eben ganz kurz nochmal, bevor es dann halt stehen bleibt, nochmal eben halt kleiner wird und wieder größer wird. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Das sind halt alle Sachen, die kriegst du eigentlich dann auch eher nur durchs Ausprobieren dann raus, ne? Man sieht auch, dass das Ganze anders wirkt. Es wird dann so ein bisschen verspielter, so ein bisschen freundlicher, während das andere sehr clean und sehr, so eine sehr geradlinige und sehr klare Aktion ist, während das andere ja schon ein bisschen Spielerei mit drin hat. Andrea meint im Chat gerade, die Autofunktion ist klasse. Ja, die ist super. Das ist, wie schon gesagt, ein absolutes Highlight. Ja, also gerade bei Apple ist es natürlich auch mit so Animationen, da geben die sich ja auch immer Mühe, dass es so extrem verspielte Animationen sind, aber die halt trotzdem sehr subtil dann sind. Deswegen, das wird dann eigentlich eher nur unterbewusst dann wahrgenommen, aber es kommt richtig gut an. Ich habe was losgetreten und zwar ist Tim im Chat auf die Wunschliste angesprungen und er hat ein paar Wünsche. Ich lese dir mal vor, okay? Halt dich fest. Er hat gerne mehrere User Flows für die verschiedenen Sprachen der App
und einen Prototyp, mit dem man in AR die AGBs durchscrollen kann. Ja, das wäre natürlich, das sind so die spannenden Sachen, die können wir, glaube ich, nicht machen. Die sind zu spannend. Ah, das mit den AGBs, das ist natürlich eine Herausforderung. Ja, und er möchte einen Linkshänder-Modus. Ja. Ich möchte einen, wo man nur mit der Nase interagieren kann, damit man die Hände frei hält. Ja, ah, da sind sehr viele Möglichkeiten. So, was ich jetzt baue übrigens, ist, was man bei iOS, also falls man das kennt, das System halt eben hat, ist, dass man, wenn man lange auf ein Element, besonders ein Steuerelement jetzt in dem Control Center, also der Bereich, wo man halt alles am Handy steuert, länger da drauf drückt, war früher so ein etwas festerer Touch, den man dann gemacht hat, bekommt man nochmal zusätzlich mehr Informationen, generell auch mehr Steuerungsmöglichkeiten. Und wir haben ja jetzt praktisch das Video über uns und ich könnte jetzt theoretisch auch auf Stopp drücken und aber das ist ja recht begrenzt an Funktionen und was man ja jetzt wirklich für so eine komplette Übersicht an Steuerungselementen jetzt zum einen für den Content, also einmal für das Video an sich und dann natürlich aber auch eben für die AR-Darstellung. Weil vielleicht will ich das Video ja gar nicht jetzt unbedingt so groß haben. Vielleicht will ich es ja auch ein bisschen kleiner haben, vielleicht will ich es ja sogar noch größer haben. Vielleicht will ich es an eine Wand bringen. Also vielleicht soll es gar nicht am Handy wirklich sein, sondern es soll wirklich an irgendeiner weißen Wand dann eben kleben. Und das würde ich jetzt einfach lösen in der Interaktion. Also man dann auf diese Zeile oben mit einem etwas längeren Touch halt wieder dann so ein etwas größeres Pop-up bekommt, das dann so aussieht und sich sehr anlehnt an, ich habe ja schon so einen Screenshot mir vorbereitet. Wie es nämlich momentan aussieht im Control Center, wenn man da so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie sie es jetzt heutzutage nennen, Force Touch, irgendwie sowas, halt eben. Ganz ehrlich, ich bin auch bei Fast Touch. Ja, genau. Oder Haptic Touch, ist es, ach, keine Ahnung. Aber jedenfalls, ja, genau, so sieht das momentan aus, wenn du dann halt eben mehr Steuerungselemente noch bekommen möchtest für diesen kleinen Player. Und daran werde ich mich jetzt orientieren, dass ich das so ein bisschen übernehme, damit man halt auch wieder diesen Bezug zu iOS bekommt. Aber halt eben zusätzlich müssen wir jetzt überlegen, und das ist das Spannende, finde ich jetzt, wie steuert man denn AR? Oder wie steuere ich denn jetzt unser Video? Aber genau, das wird der nächste Schritt jetzt. Klingt auf jeden Fall sehr spannend und noch ein bisschen Arbeit. Wir haben eine Frage im Chat und zwar, wo kriegt man denn die ganzen Original-Design-Elemente von iOS her? Ja, das ist sogar recht einfach, wenn man das hier so hier oben direkt also bei Datei und dann Get UI Kits. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch ist, aber hier kann man direkt sich das Kit von iOS runterladen. Und ich habe das auch vorher gemacht und hatte mir hier schon so ein paar ja, Schriftgrößen und Farben in meine Assets gelegt, damit ich dann direkt auch darauf zugreifen kann. Das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, wenn man da eigentlich fast alles bekommt, was iOS so festgelegt hat. Gerade wenn man dann gerade zum allerersten Mal eine iOS-App macht, ist das definitiv ratsam, dass man sich das mal anguckt, auch zu wissen, wo sind die Begrenzungen, in welchem Rahmen designe ich. Und es macht es dann später für den Programmierer dann nochmal ein bisschen einfacher, wenn man sich dann auch daran gehalten hat. Genau. Jedenfalls, wenn es Guidelines gibt, sollte man sich daran halten. Wenn man ausbricht, immer mit dem Development-Team besprechen, weil sonst gibt es Ärger. Aber es macht natürlich Sinn, sich daran zu halten. Und wie du es schon so schön erklärt hast, alles, man sollte alles, was da ist, schon nützen, vor allem wenn man startet, weil man einfach total schön die Sachen runterladen kann, ein paar Kleinigkeiten ändern und schon einen Anhaltspunkt hat. Ja, definitiv. Philipp, ich schweife kurz ab, während du mit weiter designst, habe ich jetzt trotzdem eine Frage an dich. Du bist ja auch Type Designer, das heißt, du hast wahrscheinlich auch einen Grafikdesign beziehungsweise sehr klassischen Design-Background. Wie war denn der Switch für dich von dem klassischen Grafikdesign auf Papier mit haptischen Dingen zu digital bis hin zu AR, das ja eigentlich gar nicht mehr greifbar ist? Ich habe tatsächlich recht viel auch schon anfangs in digital gearbeitet. Ich hatte diesen analogen Aspekt dann eher in der Uni, aber das war eigentlich eher nicht so mein Ding. Also ich bin dann tatsächlich schon recht früh in digitalen Design gelandet. Deswegen war es für mich dann nicht so ein großes Problem. Aber
Ja, es ist schwierig, weil anfangs habe ich tatsächlich auch noch, wenn ich Sketches jetzt gemacht habe für Schriftarten oder für Screens, dann habe ich dann mir ein Blatt Papier genommen, habe ich dann, ne, das schon alles dann schön analog aufgezeichnet. Und jetzt heutzutage tatsächlich habe ich dann für mich dann den Workflow so verändert oder für mich so gefunden, dass ich dann tatsächlich direkt in Illustrator oder in XD starte und dann einfach da schon Formen aufziehe. Und dass das dann praktisch mein Sketching wird. Deswegen, ja, ich glaube, ich bin da tatsächlich eher ein digitaler Typ. Okay, dann nehme ich die Frage wieder zurück. Das tut mir leid, da kann ich nicht viel zu sagen. Der Grund, warum ich die Frage gestellt habe, ist ja, ich finde auch wiederum, dass es die UI-Kits gibt, das hilft, so ein bisschen Begrenzungen festzulegen und alles ein bisschen greifbarer zu machen, weil du eben nicht dieses Blatt Papier vor dir hast, wo du ganz klar weißt, wo Dinge aufhören und anfangen. Und die Kits helfen eben ganz gut dabei, das rauszufinden. Und natürlich auch, dass du alles direkt schon aufs Telefon mirrorn kannst. Also du kannst ja mit dem Vorschau, mit Modus und der App auf dem Telefon oder iPad kann man ja direkt schon die Sachen anschauen. Ja, das habe ich auch sehr, sehr häufig gemacht, wenn ich was fürs iPhone oder fürs iPad designt habe. Das geht ja sogar schon wireless teilweise. Das ist echt. Geht super fix und das ist halt auch sehr nützlich, weil es eines der größten Probleme von Leuten, die oder von jungen Designerinnen und Designern, um das mal nett auszudrücken, die mit Experience Design starten, dass Dinge manchmal ein bisschen groß sind oder immer ein bisschen zu klein oder ja, es wirkt nicht smooth und da sieht man halt direkt, was so das Problemchen ist. Stimmt. Ja, gerade auf dem iPhone unterwegs und du bist ja gerade dabei, die Videoplayer-Elemente darzustellen. Wenn es ein Wunschkonzert wäre und wir reden ja über AR bzw. VR, und die haben ja schon ein paar Witze gemacht zwischen Naseninteraktion, Interaktion nur für Linkshänder, wie würdest du dir die optimale Interaktion vorstellen? Kannst du dir vorstellen, dass das eben tatsächlich nur mit Gesten funktioniert oder auch mit Voice? Das ist echt eine gute Frage. Also momentan, weil man ja auch sich das noch nicht so wirklich vorstellen kann oder weil es halt eben noch so in dieser Übergangsphase ist, stelle ich es mir, glaube ich, noch am einfachsten vor, wenn es irgendwie tatsächlich mit dem iPhone verbunden ist, dass man diese gewohnte Interaktion, die man ja jetzt schon seit Jahren kennt und macht, dass die erstmal benutzt wird, damit man so sich daran tasten kann an das ganze Thema AR. Natürlich ist das dann keine Lösung für die nächsten 10 Jahre. Und was man dann machen kann, das ist echt eine gute Frage. Also ich bin kein Fan von Voice so ein bisschen, wenn man da ja auch unterwegs dann vielleicht oder wenn man dann gerade, weiß ich nicht, der Partner schläft gerade neben einem und man will jetzt noch einen Film gucken auf seinem AR, dann kannst du ja mit Voice nicht so gut arbeiten. Und Handgesten ist dann auch vielleicht nicht so, nicht so immer die beste Möglichkeit. Deswegen, also da bin ich auch super gespannt, wie das gelöst wird, das Problem. Ob es dann halt eben verschiedene Wege gibt, die dann halt nebenbei koexistieren. Man sich das immer aussuchen kann, dann praktisch. Aber ja, jetzt am Anfang würde ich es mir halt eben eher vorstellen, dass man das dann über irgendwelche Touch-Sachen macht. Oder man hat wirklich ja diesen Ring am Finger. Also das gab ja dieses Patent von Apple. Ich weiß nicht, ob sie das verfolgen oder nicht, aber dann hast du wirklich auch haptisches Feedback bekommen. Das finde ich auch noch mal ganz cool. Also du interagierst mit Dingen, die gar nicht da sind, aber die fühlen sich trotzdem echt an, weil du irgendwie, ja, ein bisschen Vibrationen halt eben bekommst. Ja. Ja, ist natürlich cool, also cool, neue kleine haptische Interaktionsmöglichkeiten durchzudenken. Ich war ja auch am Anfang sehr skeptisch, wenn es um
Voice geht, aber ich muss sagen, ich habe angefangen, Sprachnachrichten zu verschicken. Ist natürlich super nervig für die Leute, die das bekommen. Aber es funktioniert halt tatsächlich. Es geht halt auch schneller, ja, das stimmt. Also man kann ja auch dann besser Emotionen rüberbringen und was weniger Missverständnisse. Also Sprachnachrichten haben ja auch ihre Vorteile. Nur furchtbar, wenn man tatsächlich Infos braucht, zum Beispiel Adressen, Telefonnummern, Zahlen, irgendwas, das man sich nicht auf die Schnelle so merken kann, ohne sich zu notieren, dann sind Sprachnachrichten immer so ein bisschen schmerzhaft. Ja, ich wünsche mir da auch ganz häufig, dass es irgendwie so ein Feature gibt von so einem Transcript, dass du dann praktisch, du kannst es ja als Sprachnachricht anhören, aber du kannst es ja auch eben als Text durchlesen, gerade wenn du irgendwo unterwegs bist, wo du jetzt gerade nicht Sprachnachrichten hören kannst. Wäre es halt schön, wenn man dann wüsste, okay, um was geht es grob. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll, ja. Ja. Ich habe gerade, es gibt Leute, die machen sich einen Sport draus, so furchtbar lange Nachrichten zu senden. Und Ruth spricht ein gutes Thema an. Manche Sprachnachrichten werden eben auf 2x Speed gestellt. Das gibt es ja inzwischen, weil Leute manchmal so lange brauchen, um Dinge zu sagen, dass man es doppelt so schnell abspielen kann. Ja, stimmt, da kam WhatsApp jetzt auch mit hinterher, dass sie dieses Feature haben. Ja, das ist hilfreich. Ich finde das total spannend, also wenn du so ein Feature designst oder wenn du das als Produktmanager festlegst oder Managerin, schreibst du dann schon von Anfang an rein, das muss auch irgendwann in doppelter Geschwindigkeit funktionieren? Oder ist es was, das man im User-Testing rausfindet? Ja, wahrscheinlich gibt es beides, aber eher dann das Zweitere. Ich würde es auch so sehen, ich hätte nie, also. Es ist auch immer so ein bisschen ein Witz, wenn man sagt, hey, ich habe mir deine Nachricht in doppelter Geschwindigkeit angehört oder du sprichst so lange. Ja, wenn die dann auch 10 Minuten geht, dann macht das schon einen riesen Unterschied, ob du dann jetzt 10 Minuten hörst oder 5 Minuten, ne? Manchmal sind Sprachnachrichten dann schon eher Podcasts. Ja. Aber darauf stehen Leute ja inzwischen auch sehr Podcasts. Also vielleicht wäre das mal was, so ein Sprachnachrichten-Podcast. Gibt es wahrscheinlich bestimmt schon. Aber da wäre ich dabei. Schlechte Qualität ist okay. Man kann Schmarrn reden, alles okay. Und wenn es zu lange dauert, doppelt die Geschwindigkeit. Oder Ruth schlägt vor, alles. Ja, bei Podcast kannst du ja sogar dann halbe Geschwindigkeit machen, falls es dir dann zu schnell geht oder du es noch langsamer haben willst. Ich muss gestehen, das ist mir noch nie passiert. Ja, mir auch noch nicht. Aber es klingt witzig, wenn man es mal ausprobiert. Ja, du beginnst. Ich schicke dir dann was zurück. Wir können das ausprobieren. Gut, mein doch gerade ein Sport ist auch die Sprachnachricht, möglichst monoton und im gleich langen Soundbalk zu sprechen. Aber das wäre dann, das ist so die Strafe, dann die doppelte dazu. Doris hat eine spannende Frage zu Adobe XD und die kannst du wahrscheinlich sehr gut beantworten. Und zwar würde sie gerne wissen, ob man, sie kennt XD noch gar nicht und sie würde gerne wissen, ob man in Illustrator Elemente erstellen kann und die dann einfach in XD rüberziehen, kopieren oder als Bibliothek dort weiter bearbeiten kann. Ja, das mache ich sogar auch recht häufig. Das geht super einfach, dadurch, dass er in der Zwischenablage trotzdem den Vektor behält. Das heißt, kannst du einfach, was du bei Illustrator erstellt hast und Vektor ist, kannst du einfach rüber kopieren. Aber ich glaube auch Bilder kannst du einfach Copy-Paste dann in XD einfügen. Genau. In Illustrator, ja. Ich finde es auch immer cool, von Illustrator Dinge rüber zu kopieren, weil man inzwischen ja wirklich alle Anchor Points editieren kann, weil man wirklich alles verändern kann. Es gibt den Pathfinder genauso wie alle anderen Möglichkeiten. Ja, das stimmt. Ja, am Anfang, also ich bin ja auch XD-Nutzer der ersten Stunde praktisch. Aber am Anfang hat sie natürlich dann die ganzen Funktionen noch nicht. Aber das ist natürlich jetzt auch mega praktisch. Dann braucht man. Ja, kann man das eigentlich auch alles hier direkt editieren. Natürlich auch genauso Strokes, also Outlines. Nee, das wird jetzt ein englisches Wort mit einem englischen Wort ersetzt.
kann auch Linien und Flächen haben natürlich und es ist eigentlich relativ ähnlich. Mhm. Nur ein paar fancy Features, die es in Illustrator gibt, gibt es noch nicht, weil der Fokus wirklich auf eben Experience Design ist und nicht auf Vektorgrafiken. Aber es ist sehr, sehr, sehr viel möglich. Ja. Und was vielleicht bei XD, weil du es gerade angesprochen hast, es passiert ja wahnsinnig viel in dem Tool und es wird immer weiterentwickelt. Und wenn man ein paar Requests hat oder ein paar Anfragen, die man gerne in dem Tool sehen würde, dann kann man das bei User Voice äußern. Da gibt es auch eine ganze Sammlung an Wünschen, die andere Userinnen und User schon gestellt haben und kann sich das Ganze ansehen und entweder voten, wenn es das schon gibt, oder mit reinschreiben, was man denn gerne sehen möchte. Und das wird vom Product Team tatsächlich angeschaut und mit reingenommen, wenn es zur Roadmap passt, also wenn es zu ihrem Plan passt, wie sie die App weiterentwickeln wollen. Tim hat den Link auch gerade in den Chat gepostet zu User Voice. Vielen lieben Dank dafür. Ich muss sagen, ich upvote dort meistens, weil alles, was ich mir wünsche, gibt es schon. Finde ich sehr schön. Ich mache gerade noch einen aufmerksamen User, der vorhin bemerkt hat, dass du einen eigenen Icon-Manager hast. Wir haben das gestern schon kurz angesprochen, aber möchtest du den noch mal ganz kurz zeigen? Na gut, klar, wir sind Eigenwerbung, startet ja nie. Also genau, das heißt, das Tool heißt Icon Club. Das habe ich jetzt vor 5 Jahren oder so mit einem Kumpel zusammen entwickelt. Im Endeffekt ist es eine riesengroße Bibliothek an Icons. Ich glaube, wir haben 8.000 oder 9.000 Icons momentan da drin, aber es sind sehr bekannte Icon-Sets, die alle halt eben kommerziell freie Icons haben. Und die werden alle praktisch so gesammelt, dass wenn ich jetzt hier Volume eingebe, er dann wirklich auch alle von diesen Sets durchsucht und mir dann auch alle Volume-Icons anzeigt, die ich jetzt zur Auswahl habe. Und dadurch, dass es alles Vektoren sind, die in dieser Bibliothek drin sind, kann ich einfach per Drag and Drop ein Icon rüberziehen und dann kann ich hier direkt auch wieder die Farbe ändern und alles. Und das funktioniert genau auch mit Illustrator und Photoshop. Und ja, kann man sich natürlich sehr gerne runterladen, ist kostenlos auch auf unserer Website. Ich weiß nicht, ob Tim da den Link noch posten kann, aber genau, das ist so eine Option. Aber man kann ja auch mit XD über Plugins gut an Icons kommen, aber ich muss natürlich mein eigenes Tool verwenden, das macht natürlich auch Sinn und die Macht der Gewohnheit sollte da auch durchkommen. Tim war natürlich mal wieder wieder mal schneller als das Licht und hat den Link schon in den Chat gepostet. Dankeschön. Bleiben keine Wünsche offen. Danke, Tim. Ich finde das ja auch cool, dass du das selber entwickelt hast und dass ihr das selber auch anderen zur Verfügung stellt. Ja, also ich hatte damals, als es halt die Plugin-Funktion bei XD noch nicht gab, fand ich es einfach halt eben noch was für mich gefehlt hat im User-Flow, also im Workflow. Und dann hatte ich halt die Glück, einen Programmierer zu kennen, der da auch Bock drauf hatte, das einfach als Herzensprojekt durchzuziehen. Und genau, dann haben wir das einfach mal gemacht. Einfach mal gemacht und jetzt ist es hier und für alle verfügbar, finde ich super. Vor allem, dass man sich auch die Zeit nimmt für selbstinitiierte Projekte, weil am Ende ist es auch ein Projekt und war wahrscheinlich mehr Aufwand und Arbeit, als man sich am Anfang vorgestellt hat. Ja. Ja. Gerade bei der Programmierung, da gibt es ja dann immer auch irgendwelche Hürden, dann muss man wieder irgendwelche Kompromisse finden, dann wieder komplett einen neuen Ansatz. Ah, das ist auf jeden Fall auch spaßig. Immer mein erster Tipp für alle, die bei digitalem Design einsteigen oder Experience Design, Dinge werden nie fertig und damit muss man erstmal leben können. Ja, definitiv. Du gehst bei deinem Design inzwischen ja super stark ins Detail. Orientierst du dich auch bei den Schriften und so weiter an den Guidelines? Jetzt meinst du, wenn ich Schriften selber gestalte? Bei dem jetzt hier im Design.
Achso, ja, genau. Da habe ich mir auch hier schon vorher so ein paar Character Styles von der genau, von den Guidelines XD-Datei rübergezogen. Ich habe dann auch schon mal ein paar Sachen überlegt, also damit ich jetzt hier nicht nur Ewigkeiten euch langweile mit eine richtige Schrift ausfinden. Aber im Endeffekt, genau, das sind die gleichen Schriftgrößen, wie man das halt eben in dieser Guideline auch drin hat. Finde ich ja cool, weil, ja, vor allem Schriftgrößen finde ich immer sehr schwierig, dass man die richtigen findet. Ich tendiere auch immer dazu, so eher ein bisschen zu klein als zu groß zu sein. Und das Ganze wird natürlich wahnsinnig, also man legt ja eine Schrift fest, schaut sich das im Mockup an, aber am Ende haben die Userinnen und User natürlich wieder das letzte Wort bei Schriften und man kann ja inzwischen Schriftgrößen schon anpassen. Was natürlich das Design wiederum so ein bisschen verändert und gut oder schlecht machen kann. Ich glaube, iOS ist so ein bisschen sicherer unterwegs, aber wenn man an Android denkt, da passiert es hin und wieder schon, dass die Schriften so ein bisschen aus den Telefonen explodieren, vor allem bei weitsichtigen Menschen, die sich dann später die Schrift ganz groß ziehen. Finde ich, verliert auch manchmal so die App ein bisschen an Usability. Ja. Doris hat noch eine Frage, und zwar, wenn das Design fertig ist, ist es dann schon als App benutzbar oder dient das Ganze noch nur als Vorlage für die Programmierung der App? Genau, es ist eigentlich jetzt erstmal so der erste Schritt in so einer Entwicklung von so einem Konzept. Das heißt, bevor man da so ein Proof of Concept halt auch eben machen kann. Also, dass man auch weiß, ob das wirklich alles funktioniert, brauchst du praktisch ja den ersten Sketch, die erste Idee, damit auch, ne, die anderen sich das vorstellen können, was du jetzt im Kopf hast. Du musst es ja irgendwie dann halt übersetzen. Und das ist im Endeffekt so dann der erste Schritt, den du dann in XD machst, dass du dann einfach erstmal die Idee visualisierst, damit auch andere sich diese Idee vorstellen können. Und da kann man ja super mit dem Prototype-Modus und generell diesen ganzen Funktionen das eben so genau anschaulich machen, dass es so genau rüberkommt, wie du es dir halt auch eben vorstellst. Und dann wäre der nächste Schritt halt eben, dass man das Ganze dann eben umsetzt. Und dafür hat halt eben XD auch schon so viel vorbereitet, dass die Programmierer sich dann auch da schon alles dann rausziehen können. Das heißt, da ist auch die meiste Arbeit dann schon wieder getan. Aber natürlich muss dann noch programmiert werden, was natürlich dann nochmal eine große Arbeit dann ist. Hast du uns so vielleicht, ich weiß nicht, ob du es vielleicht schon für morgen eingeplant hast. Wenn nicht, könnten wir uns mal das Sharing ansehen, weil man kann die ganzen Elemente, also wir sind ja jetzt in einem Mockup, das heißt, wir zeigen das Interface schon in einer realen Anwendung mit zum Beispiel Händen, mit Gesten, mit einem Bild. Wenn man das Ganze aber auf einem Screen hätte, könnte man schon die einzelnen teilweise Code-Snippets rausziehen und eben Stile mit rausnehmen, zum Beispiel Farben, Schriftgrößen und so weiter. Und das gibt es ja extra im Sharing-Mode. Kann man als Developer an sich dann zum Beispiel teilen, was auch sehr hilfreich ist. Ja, das stimmt. Da kannst du dann auch so Anmerkungen und so machen. Dann können wir uns das auf jeden Fall morgen mal angucken. Das macht ja auch Sinn. Perfekt, ein Cliffhanger für morgen, das mag ich am allerliebsten. Das wäre jetzt, du hast das gerade weggeklickt. Das ist mein absolutes Feindhäkchen, weil das immer da ist, diese Outline. Und ich weiß, dass es nützlich ist und man so keine Shapes verlieren kann. Ich möchte, dass dieses, wenn man eine Shape oder eine Fläche auf Ja. der Artboard gibt, das ohne Outline passiert. Ja. Vielleicht muss ich das mal bei User Voice anmerken. Jetzt kommt Tim bestimmt gleich wieder und sagt, das hat den und den und den Grund. Ich weiß ja, irgendjemand hat sich Gedanken gemacht, aber ich wünsche mir trotzdem, dass es nicht da ist. Ich bastle übrigens gerade ein iPhone-Icon, falls sich jemand fragt. War hin und her gerissen. Es war eine Vermutung, ja. Spätestens jetzt hätte ich es erkannt. Wie nennst du das nochmal? Den. Die Notch, meinst du? Ja, genau. Ja, die wird wahrscheinlich in der Zukunft, in der wir die App dann oder dieses Interface brauchen, dann gar nicht
dann gar nicht mehr da sein, aber das ist halt, wie man sie jetzt kennt. Das ist vielleicht wieder was für Doris. Du zeigst es gerade in deinem Workflow nahtlos schon. Man kann tatsächlich eben die Shapes voneinander trennen, wie man es auch aus Illustrator kennt. Das ja, und auch rechts oben. Genau, und selbst wenn man sie dann noch abgezogen hat voneinander, kann man dann immer noch hier super die noch bearbeiten. Also es ist eigentlich genau wie ein Illustrator. Auch manchmal ganz cool bei, wenn man so kleine Interaktionen prototypt als Animation, kann man das auch ganz gut nutzen, um Dinge nochmal zu verändern. Mhm. Gut ist inzwischen auch, ich weiß, wir wollten es bis morgen übrig lassen mit dem Preview, aber Ruth hat auch eine Frage dazu. Und zwar würde sie gerne eine Galerie in XD basteln. Und die muss aber dann noch zum Programmieren. Oder gibt es das auch als Ansichtsausgabe? Das ist Ihre Frage. Also gibt es eine Möglichkeit, das zu zeigen? Oder wäre dann ein interaktives PDF vielleicht doch besser? Also wir haben jetzt einen Feature-Request, dass wir das zeigen. Und wir haben die Grundsatzdiskussion interaktiven Prototype oder interaktives PDF. Ja, also immer interaktiven Prototyp, glaube ich, würde ich sagen. Das ist ja auch, also sie meint einfach einen Bilder-Slider oder wie darf ich mir die Galerie vorstellen? Wahrscheinlich, ja. Wir nehmen das jetzt einfach mal an, ja. Ja, also du kannst ja horizontal scrollen in XD. Das heißt, du kannst theoretisch diese Bilder alle nebeneinander legen und dann kannst du einen Bereich festlegen, in dem man dann horizontal scrollen kann. Das heißt, da könnte man auf jeden Fall schon eine Anmutung machen für diesen Slider. Deswegen kannst du da auf jeden Fall schon mal direkt erstmal viel mehr machen als mit einem interaktiven PDF. Und ich habe bisher eigentlich so die Erfahrung gemacht in XD, dass wo ein Wille da auch ein Weg, also dass es immer irgendeinen Workaround auch gibt, falls man irgendwie was darstellen möchte. Deswegen würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es auch dann auch möglich ist, das umzusetzen mit XD. Mich dazu. Ich finde auch gut, dass du sagst, dass es wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt und du hast recht, XD ist wahnsinnig flexibel. Manchmal muss man ein bisschen kreativ an Dinge rangehen, aber grundsätzlich ist immer alles irgendwie möglich. Ja. Aber das kommt definitiv mit der Zeit. Also das habe ich auch gemerkt, also am Anfang fängt man halt an, dieses Auto-Animate-Feature dann kennenzulernen und dann mit der Zeit lernst du dann auch, wie du es dann wirklich auch für dich anwenden kannst. Also das ist dann auch genau dann eben das macht, was du jetzt gerade möchtest. Weil da kann man ja so viel mitmachen, wenn man da weiß, wenn man das Grundkonzept verstanden hat, wie das Auto-Animate-Feature funktioniert, dann kann man da wirklich unglaublich viel mitmachen. So, jetzt kommen wir mal zum spannenden Teil. Und zwar habe ich ja hier unser iPhone-Icon. Und was ich jetzt mache ist, und wie ich es mir auch jetzt schon so vorher vorgestellt habe, also wir sind immer noch in diesem Sketch-Modus, ist, dass wir praktisch das Video, was wir hier oben haben, das sehen wir jetzt hier auch auf dem Touchscreen. Und jetzt können wir ja praktisch damit interagieren. Das heißt, so wie ich es mir vorstelle, ist, dass man das theoretisch jetzt woanders hinschieben kann und es sich dann halt praktisch auch live dann in echt dann auch über dem iPhone verschiebt. Man kann es dann auch mit Pinch-to-Zoom Gesten könnte man es dann auch kleiner und größer machen und würde es sich halt auch eben in der Größe nochmal anpassen können. Und so würde man dann im Endeffekt entscheiden können, wie man jetzt gerade das Video darstellen möchte. Wir werden das jetzt auf Prototypen. Bitte? Wir werden das jetzt auch genauso, wie du es beschrieben hast, prototypen. Können wir dann wahrscheinlich morgen auch noch machen. Das ist interessant. Okay. Es wäre definitiv möglich. Es ist halt natürlich dann noch ein bisschen mehr Aufwand, aber es wäre natürlich möglich. Ich schreibe es zur Wunschliste. Ich gebe dir ein kurzes Zeitupdate. Wir haben jetzt noch gut 15 Minuten Zeit.
Also eigentlich ganz entspannt. Und ich schau mal, Doris hat noch eine Follow-up-Frage an Ruth gestellt. Moment. Ah, okay, jetzt ist alles klar. Sie möchte eine virtuelle Kunstgalerie machen. Und sie fragt, ob XD das richtige Tool dafür wäre oder zum Beispiel Adobe Arrow, was natürlich auch eine coole Option wäre. Ja, also virtuelle im Sinne von dann auch in AR oder was? Also in welcher Form soll es virtuell sein? Ich denke, dann wäre tatsächlich Arrow tatsächlich auch besser als XD jetzt in dem Moment noch. Ich würde sagen, gut, wenn du durchlaufen möchtest und das Ganze wirklich in den eigenen Räumen, in der eigenen Umgebung sehen möchtest, dann Arrow. Genau. Brauchst du aber die App dazu. Wenn du das Ganze gemockupt in einem Raum zeigen möchtest, dann kannst du auch XD verwenden. Also wenn du zum Beispiel einen Raum hast als Bild und dann deine Fotos dranhängst, die hängen im Raum verteilt, du klickst drauf, dann kommst du zum Beispiel näher zu dir und du siehst es näher, dann würde sich XD anbieten. Dann kannst du das auch als Link verschicken. Und es funktioniert dann, je nachdem, auf welches Device du das Ganze angepasst hast, eben am iPad oder auf dem iPhone oder auf dem Rechner. Beziehungsweise iPad und ein Desktop-Screen sollten beide funktionieren. Das ist eine gute Antwort, ja. Ich hab ein Déjà-vu. Ich weiß nicht, warum kann ich das so gut antworten? Weil... Ja, ich krame in meiner Adobe Live-Erinnerung. Da gibt es einen Livestream mit Patrizia Reiners von der Adobe Max. Von, krass. Ich glaube nicht dieses Jahr, letztes Jahr. Ich glaube von vor 2 Jahren. Den habe ich mit dir gemeinsam gemacht. Und da geht es um so ein Thema. Kann man sich das mal in XD ansehen? Das war, als das, siehst du, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, als das 3D-Transform-Feature released wurde. Mhm. Siehst du? Ja, stimmt. Das war letztes Jahr? Ich glaube, das war inzwischen schon vor 2 Jahren. Ja, okay. Ja. Stimmt, das kann ich ja auch mal kurz zeigen. Dass, dann kann man ja praktisch auch noch mal viel mehr mit... Moment. mit Perspektiven arbeiten. Also mit Tiefe arbeiten und macht es natürlich nochmal viel einfacher, auch nochmal ein bisschen zu verzerren. Würde jetzt in dem Fall natürlich keinen Sinn machen, aber wenn ich mir so ein Coverflow, weiß nicht, kennst du das noch, Coverflow? Diese Alben, die du dann nebeneinander hast, halt früher, wo man dann so durch Alben durchstöbern kann, was ich immer noch ziemlich geil finde und sehr traurig bin, dass es das nicht mehr gibt. Aber das könnte man zum Beispiel dann super damit machen. Das Beispiel dafür, ja. Gibt es auch, wenn man sich auf Englisch einen Stream ansehen möchte von Adobe, gibt es von Howard Pinsky genau so ein Beispiel, wo er das zeigt. Ja. Aber ist natürlich, vielleicht ist es auch was, wo wir morgen, es wird natürlich ein bisschen experimentell, aber Philipp, ich glaube, das hast du dir schon erwartet, wenn wir gemeinsam streamen. Ja. wir könnten das mit dem Pinch und Zoom so ein bisschen simulieren. Mit diesem 3D, weißt du? Fuß auf die Wunschliste. Oh Gott, die wird immer länger. So, also ich stelle mir das auch so vor, dass man hier oben dann die Option hat, dass man das praktisch an das iPhone dann kuppeln kann, dass das dann eben verlinkt ist. Und wenn man das dann hier eben deaktiviert, dann würde auch... in der Theorie dann das iPhone verschwinden und man hätte dann nur noch den Screen, den man dann praktisch eher dann an einer Wand dann halt eben befestigen kann. Genau, aber das ist erstmal, wie gesagt, der grobe Sketch jetzt für das Interface. Man könnte dann natürlich wieder so ein Long Press, Force Touch oder wie heißt das, Haptic Feedback verwenden, um das Ganze zu fixieren, weißt du, dann drückst du so dran und dann Ja. Finde ich super. Ja. Ich
Philipp, der Chat steigt gerade so ein bisschen in das Arrow-Thema ein. Und zwar sagt Doris, sie findet es einen guten Vorschlag und hat es noch nicht probiert. Hast du es schon mal ausprobiert? Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert, ja, weil ich generell noch nicht so viel in Richtung AR und Kunst gegangen bin. Das ist noch nicht so, noch nicht also der Bereich. Aber ich kenne das Programm, ich habe es mir auch schon angeguckt. Ich habe auch die, als es veröffentlicht wurde, mir das alles durchgelesen. Aber es ist momentan noch kein Use Case irgendwie für mich entstanden. Aber das kommt ja vielleicht in der Zukunft dann alles. Auf jeden Fall, ja. Könnte man, ich schreibe das auch auf die Wunschliste. Für irgendwann mal, Philipp probiert seinen Prototypen in AR wirklich aus. Oh, wow, das wäre natürlich auch cool, ja. Ich überlege gerade, könnte man das machen? Ja, das wird gut gehen. Man hätte natürlich nicht so viele Interaktionen und so weiter, aber man könnte sogar schon tippen und es würde was passieren. Siehst du, das ist genau das, was ich mir von Adobe Live wünsche. Wir arbeiten ein bisschen, wir quatschen ein bisschen und dann ist wahnsinnig viel Inspiration für Neues da. Deshalb liebe ich das Format so sehr. Ja, man lernt auch nie aus, ne? Das ist echt immer wieder spannend, was man immer so mitnehmen kann. Auf jeden Fall. Ach, es gibt wahnsinnig viele Streams, wo ich danach einfach noch am Rechner hänge und Dinge ausprobiere, weil ich das total spannend finde. Und auch bei dir, wenn du es zeigst mit dem Interface, das gleich direkt gemappt ist und so weiter und gemockt. Das macht Bock. Das will ich auch. So, jetzt kommen wir auch zu, finde ich, einem spannenden Teil. Und zwar will ich das Ganze jetzt nochmal auto-animieren, dass das praktisch sich alles, ja, praktisch jetzt aus dem, das kleinere Interface wird zum größeren Interface. Und ich kann ja mal zeigen, was passieren würde, wenn ich es jetzt direkt schon so machen würde. Das ist auch, glaube ich, dann ganz gut, um dann mal so ein bisschen das Auto-Animate-Feature kennenzulernen. Wenn ich es jetzt machen würde, sieht es noch ein bisschen funky aus. Also man sieht ja jetzt wieder hier ein paar Elemente, die natürlich vorher nicht existiert haben, wie der Volume-Regler oder das Cover. Das fällt jetzt sich einfach nur ein und geht dann nicht mit. Das heißt, was wir jetzt dann hier eindeutig machen müssen, ist, alle Elemente, die hier praktisch neu entstanden sind, müssen auch wieder rüber kopiert werden auf den alten Slide und halt eben ausgeblendet werden. Das mache ich jetzt auch nochmal eben schnell. Ich hoffe, das schaffe ich heute noch. Ich bin zuversichtlich. Und du weißt ja, wir haben da so ein bisschen Spielraum, wo wir auch ein bisschen drüber gehen können. Also alles gut. Und weißt du, das ist auch der Punkt. Ich schaue gerade nämlich in deine Layer und sehe, dass du alles wunderbar geordnet, benannt und sortiert hast. Und bei Auto-Animate ist das Wichtigste, dass man das macht. Ansonsten verliert man nämlich alles. Richtig, richtig. Das sollte man dann auch recht früh machen, weil wenn man dann schon so viele Slides hat, müsste man dann theoretisch alle Ebenen nochmal neu umbenennen, weil die müssen ja auch alle gleich dann umbenannt sein. Deswegen, das ist auch ein wichtiger Tipp. Entweder alle gleich von Anfang an benennen oder gar nicht und nie wieder. Und die Entscheidung, wo ich jetzt die Dinge, die ich jetzt hier rüber kopiere, wie zum Beispiel die beiden, also 10 Sekunden vor und 10 Sekunden zurück, ist dann entscheidend natürlich auch, wie danach später die Animation sich anfühlt. Also kommen die jetzt eher, während sich alles andere von oben unterblättert, kommen die dann eher von unten rein, kommen die eher von der Seite rein und das ist dann auch wieder, finde ich, immer spannend. Aber ich würde jetzt erstmal alles hier oben praktisch in diese Zeile mit reinbringen. Und hier macht es natürlich dann auch Sinn, dass man alles gut benennt. Ja gut, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber es wäre natürlich sinnig, weil natürlich sich jetzt hier recht viel dann auch häuft, was man dann später gar nicht mehr sieht, wenn ich hier alles ausblenden muss. Gruppe 58 ist doch auch ein Name, also alles gut. Ja, das stimmt. Es gibt Leute, die merken sich Namen besser und andere merken sich Zahlen und wir sagen einfach, dass wir uns Zahlen gut merken. Da könnte ich zum Beispiel jetzt ja auch das Cover ein bisschen kleiner machen, dann würde ich wiederum die Animation beeinflussen, dass ich sage, Cover zieht sich nicht nur runter, sondern wird auch ein bisschen größer. Das sind dann halt wieder diese Spielereien und das kann man dann wirklich für jedes Element selber dann machen.
Und auch wenn es dann sehr subtil ist und nachher wahrscheinlich gar nicht so gesehen wird, hat es aber, wie wir ja schon vorher gesprochen hatten, das hat dann trotzdem so seine Daseinsberechtigung. Ja. Wir haben ja schon im Stream öfter drüber gesprochen. Bei dir fließt das alles so dahin, weil du Erfahrung hast und alles schon öfter gemacht hast. Wenn das jetzt ein komplett neues Projekt wäre, würdest du dann verschiedene Interaktionen testen und ausprobieren? Oder weißt du da direkt schon, okay, das funktioniert und so läuft es ab? Und hast du da so ein Bauchgefühl dafür? Ein bisschen, würde ich sagen, aber jetzt nicht so, dass ich da komplett drauf vertrauen würde. Also ich würde tatsächlich dann einfach ganz viel ausprobieren. Das ist natürlich jeder Teil, wenn ich ihn jetzt auch mit zeigen würde, dann würden wir da definitiv nicht so gut durchkommen, aber das ist, finde ich, auch immer recht wichtig. Aber man bekommt auf jeden Fall dadurch auch, mit der Zeit dann auch ein Bauchgefühl. Das wird auch immer stärker. Vor allem auch mit den Timings. Wir haben ja die Möglichkeit, verschiedene Timings einzustellen. Vor allem bei Auto-Animate. Und es ist einfach so smooth und so leicht zu benutzen, dass man ganz entspannt ein paar Dinge ausprobieren kann und danach verändern. Ja. Und vor allem Timings sind wichtig, wenn man mit einem Developer- oder Programmierer-Team zusammenarbeitet, weil die natürlich auch die Timings benötigen. Ja. Ja, das reicht. Ich könnte auch nochmal ein bisschen was an Timing machen, wenn ich jetzt hier den Übergang gleich nochmal mir angucke. Ist jetzt gerade bei einer Sekunde. Ich glaube, ich mache den mal ein bisschen schneller. Und dann Ease Out. Da kannst du ja auch wieder hier, ne, ganz viel einstellen. Das sind dann alles so, das ist dann eigentlich alles, was man ausprobieren muss. Das werde ich auch, glaube ich, nie im Bauchgefühl haben, was hier das beste Easing dann ist und die beste Geschwindigkeit. Das muss man dann halt sehen. Und so, ich gucke jetzt nochmal. Wenn ich jetzt, also in der Theorie müsste jetzt hoffentlich alles dann, dadurch, dass ich es jetzt auch nie altes Slide mit drüber genommen habe, müsste sich das alles ein bisschen besser jetzt von oben runter sliden lassen. Ja, tut es, aber eine Sache noch nicht. Jetzt muss ich natürlich dann finden, welche Sache das ist. Also irgendwas ist da unten noch. Okay, der Volume Slider. Kann sein, dass der dann jetzt noch einen anderen Namen bekommen hat. Das heißt, ich gehe jetzt einfach nochmal hier. Volume Slider heißt ja auf der Slide. Ach, ich hatte den noch gar nicht rüber. Okay. Also den müssen wir natürlich dann auch nochmal mit rüber bringen. Aber das ist dann halt dieses Ausprobieren, was man dann Stunden macht. Den würde ich dann natürlich auch nochmal mit oben mit reinbringen. So, und jetzt müssten eigentlich alle Elemente auch auf der Slide existieren. So, und jetzt slidet sich halt alles schön rein und da könnte man dann zum Beispiel auch nochmal überlegen. Also hier slidet ja jetzt praktisch der Pause-Icon slidet sich ja praktisch jetzt von der oberen Stelle, wo es ja eigentlich eher ober in der rechten Ecke drin gewesen wäre, jetzt in die Mitte. Das sind halt, dann auch nochmal Entscheidungen, die man dann halt machen muss, ob man das noch haben will. Aber ich denke mal, das passt eigentlich ganz gut so. Das nochmal, ja, nochmal abspielen. Genau. Der iPhone Sync hier oben, der startet jetzt praktisch von etwas weiter oben. Der ist jetzt hier. Den könnte man aber natürlich auch einfach einfaden lassen, dass der schon hier startet, wo er ist. Und das macht natürlich dann auch nochmal einen Unterschied aus. So, sieht vielleicht ein bisschen harmonischer aus. Aber das sind dann halt so Kleinigkeiten. Was sagst du? Wärst du zufrieden mit diesem Übergang? Oh, der ist mir jetzt ein bisschen gerückelt. Wir spielen es nochmal ab. Nochmal, so. Ja, bis auf das Pause-Icon, das würde ich tatsächlich direkt aus der Mitte kommen lassen und nicht so seitlich. Ja, das stört mich auch ein bisschen. Aber ich glaube, sonst ist es sehr, sehr smooth. Und du sagst die ganze Zeit, du hast es auf einer Slide, auf der anderen und auf der einen blendest du es aus. Nimmst du dann die Transparenz, also veränderst du die Transparenz oder? Genau, richtig. Da Auto-Animate halt super mit der Transparenz arbeitet, da kann man ja zum Beispiel auch sagen, es fängt von 10% an und geht auf 60%. Da kann man ja genauso gut dann auch sagen, es fängt bei 0% an und geht auf 100%. Und so mache ich das eigentlich immer, dass ich dann die Elemente sich entweder ein- und ausblenden lasse. Weißt du, was wir auch machen könnten? Nichts für die Wunschliste, sondern nur ein kleiner Tipp. Wir könnten auch dieses Volume, den Volume-Knubbel, könnten wir auch noch, es blendet sich ein und dann fadet der Volume-Knubbel so noch ein bisschen zur Seite. Stimmt, stimmt, ja. Das wäre noch so ein zweiter Schritt. Ja, das stimmt. Ja, das ist alles auch super easy mit
mit Animate machbar. Das kann ich auch mit Auto-Animate machbar. Ich weiß nicht, war ich denn jetzt hier? Oh, hier war der irgendwo. Dann müsste ich natürlich wieder einblenden, aber. Ich glaube, ich würde das mit der Zeitverschiebung machen, dass du das automatisch nach der Animation einblendest. Okay, ja, ja. Ja, ich sehe gerade auf die Uhr, wollen wir das dann auf die Wunschliste packen? Auf jeden Fall, ja, gern. Genau. Ich schaue mal auf die Wunschliste, sie ist sehr lang. Hast du alles aufgeschrieben, oder? Natürlich. Ja. Ich werde auch nochmal extra den Stream, der ja für die Ewigkeit im Internet verfügbar ist, nochmal durchsehen, um nochmal zu kontrollieren, ob ich wirklich alles habe. Ja, stimmt. Das ist praktisch dann. Genau. Aber Philipp, sollen wir für heute Schluss machen? Ja, ich glaube, dann genau, dann wird es sonst jetzt, glaube ich, ein bisschen zu stressig, dann die restlichen Sachen zu machen. Aber dann habe ich auf jeden Fall nochmal viel neue Sachen für morgen vorbereitet, nochmal als kleinen Teaser, die man dann gespannt sein kann. Da haben wir auch ein bisschen mehr Zeit. Ja, morgen 1,5 Stunden mit Philipp. Es geht wieder um die AR-App natürlich. Wir entwickeln das Ganze weiter. Wir werden dann auch zeigen, wie man das Ganze teilen kann und darstellen kann. Und wir haben eine Wunschliste an wahnsinnig vielen Features aus dem Chat und von mir, die wir vielleicht ausprobieren. Wenn ihr inzwischen Fragen habt, bevor es morgen wieder um 11 losgeht, könnt ihr gerne bei Discord vorbeischauen. Den Link dazu findet ihr unter dem Video. Dort quatschen wir über die Streams, Design, Feedback und alles, was ihr sonst so wollt. Stefan sagt, das wird was morgen. Das glaube ich auch. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Vielen Dank an alle fürs Zusehen. Vielen Dank an dich, Philipp, und bis morgen. Sehr gerne. Danke. Bis morgen. Tschüssi. Ciao.